Ja, liebe Zuschauer, unser heutiges Thema ist das Thema Nahversorgung. Und da ist natürlich die Sparkasse ein wichtiger Pfeiler. Und die Allgäuer Sparkasse baut um. In 14 Filialen werden in Zukunft nur noch Geldautomaten statt Sparkassenmitarbeiter stehen. Mit dieser Umstrukturierung reagiert die Sparkasse auf sinkende Erträge und die immer größer werdende Anzahl von Online-Kunden. Und damit herzlich willkommen zu unserem Magazin aus dem Oberallgäu und Kempten. Ja, in der nächsten Viertelstunde soll es darum gehen, wie sich die Umstrukturierung auf die Gemeinden auswirkt. Was sagen die Bürgermeister und die Bürger? Was aber sagen auch Kritiker? Und was sagt die Sparkasse selbst? Stefan Brutscher hat ein Problem. Der Gastronom und Hotelier aus Oberjoch vermisst seine Sparkassenfiliale. Zwar ist die Sparkasse in Oberjoch vertreten, vor rund 3 Jahren aber wurde sie in eine sogenannte SB-Filiale umgewandelt. Statt Mitarbeitern verrichten hier seit 2013 Automaten ihren Dienst. Für Stefan Brutscher ist es hier weder einfach noch bequem. Zu seinen Bedürfnissen passt hier nichts. Wie viele andere Hoteliers und Gastronome hätte er gern einen Geldwechselautomaten. Wir brauchen wahnsinnig viel Wechselgeld bei uns im Ort. Und das ist eigentlich das Problem, dass wir wegen jeder Rolle Wechselgeld, wo wir brauchen, nach Hindelang runterfahren müssen. Wir müssen den Jochpass nach Hindelang runterfahren. Und das ist halt gerade im Winter, wo wir viel Arbeit alle haben, ist das eigentlich schon oft eine Zumutung, muss ich sagen. Direkt am Skilift betreibt Stefan Brutscher einen kleinen Imbiss. Hier wird das Wechselgeld aus den Sparkassenfilialen aus Bad Hindelang oder Sonthofen gebraucht. Hier wird nichts mit EC-Karte bezahlt, an der Piste zählt Bares. Aber trotzdem, der fehlende Geldwechselautomat wird nicht kommen. Zu wenig Umsatz in Oberjoch, sagt die Sparkasse. Was 2013 unter anderem in Oberjoch begonnen hat, wird jetzt fortgeführt. Die Sparkasse Allgäu krempelt ihr Filialnetz weiter um. 14 weitere Standorte werden zu SB-Filialen. Im Oberallgäu sind das mit Sulzberg, Wilpoltsried, Betzigau, Missen, Sonthofen, Rieden und Burgberg 6 Zweigstellen. Rechnet man die Ostallgäuer Häuser dazu, sind künftig 32 von 65 Filialen ohne Personal. Das ist fast die Hälfte. Wie schlecht steht es eigentlich um die Sparkasse Allgäu, dass sie sich so aus der Fläche zurückzieht? Antworten darauf kann uns vielleicht der Vorstandsvorsitzende Manfred Hegedüs geben. Wir ziehen uns nicht aus der Fläche zurück. Wir verändern unser Filialnetz. Da sind wir ein Wirtschaftsunternehmen, wie jedes andere auch, und müssen unsere Ressourcen auch so einsetzen, dass sie sinnvoll eingesetzt sind. Mit anderen Worten, wir stehen im Wettbewerb. Wir müssen jeden Tag gute Preise, gute Leistungen bieten. Und deshalb ist der Kostenapparat für uns schon wichtig. Aber die Sparkasse ist nicht irgendein Privatunternehmen. Sie hat einen öffentlichen Auftrag. Und dem kommt sie nach Meinung der Verbraucherzentrale Bayern nicht nach. Also zum einen muss man erstmal sagen, die Sparkassen haben nach der Sparkassenordnung in Bayern einen öffentlichen Auftrag. Dieser besagt, dass sie Geld- und Kreditleistungen in ihrer Region anbieten müssen, also quasi in der Fläche anbieten müssen. Das bedeutet, sie haben, anders als Privatbanken, eine andere Funktion. Sie unterstützen quasi auch die kommunale Struktur. Jetzt kann man daraus schließen, das Filialnetz ist so wichtig, dass dieses erhalten bleiben muss. Man kann aber auch daraus schließen, letztendlich, was ist, wenn die Kunden nicht in die Filiale kommen, dürfen wir dann was verändern. Bedeutet, grundsätzlich dürfen natürlich Sparkassen schon ihr Konzept verändern, aber sie unterliegen einem öffentlichen Auftrag und müssen dies natürlich sehr besonnen tun. Und da ist jetzt die Frage, ob die jetzige Vorgehensweise so im Sinne der Verbraucher ist, die ja gerade im ländlichen Bereich natürlich größere Probleme haben. Dass die Kunden nicht mehr in die Filialen kommen, liegt unter anderem am Homebanking. Immer mehr Sparkassenkunden erledigen ihre Bankgeschäfte von zu Hause aus. Es ist tatsächlich so, dass weniger Publikumsverkehr und Frequenz in den Filialen da ist.
Die Online-Frequenz, die Sie ansprechen, betrifft mittlerweile mehr als die Hälfte unserer Privatkunden. Also über 50% aller privaten Girokonten werden heute online geführt. Bei den Firmenkunden sind es 90%. Nur um auch da nochmal die Zahl zu nennen, zwangsläufig ist es dann so, dass in den Filialen weniger Frequenz herrscht. Für den Oberallgäuer Kreisrat Michael Finger geht die Sparkasse den einfachsten Weg. Für Personalabbau und Filialschließung aus Wettbewerbsgründen sieht er keinen Anlass. Nee, sehe ich auch in gewisser Weise anders, weil die Bank letztendlich sehr gut dasteht. Sie macht sehr gute Gewinne. Man sieht es auch an den Neubau in Kempten, den sie einfach macht, der sehr viele Millionen Euro Geld kostet. Und das Geld, was die Bank verdient, sind ja die Einlagen durch die Kunden, denn die bezahlen das ja, die Bank gibt das Geld nur weiter. Und der Kunde vor Ort sollte schon nicht aus dem Fokus verloren werden. Gerade die Klientel, die etwas älter ist, die vielleicht in bestimmten Bereichen nicht mehr klarkommt, ist auf kurze Wege und auf die Filialen angewiesen. Und genau auf dieses Segment sollte man Rücksicht nehmen. Das ist auch, glaube ich, die Stärke der Bank, regional vor Ort zu sein. Und wenn wir in so einer Flächengemeinde wie dem Landkreis Oberallgäu und dem Ostallgäu einfach Filialen schließen, dann entsteht einfach große Lücken in der Fläche, die dann nicht mehr zu besetzen sind. Und wenn ich mich mit einem Wettbewerber stelle, wie einer Internetbank, dann hat die Sparkasse sowieso verloren, weil sie in dem Preissegment aus meiner Sicht heraus einfach zu teuer ist. Und die Menschen, die sich auf eine Internetbank setzen oder ihr Geld in eine Internetbank setzen, die suchen einen anderen Partner wie eine Sparkasse. Da hat die Sparkasse einfach andere Stärken. Finger hat im Dezember letzten Jahres aus Protest gegen die Personal- und Filialpolitik sein Mandat im Sparkassenzweckverband niedergelegt. Im Gremium würden die Mitglieder kaum an der Entscheidungsfindung beteiligt. Ja, die Sparkassenführung, der werfe ich insoweit vor, dass es einfach am Dialog gefehlt hat und auch in gewisser Weise an Feingefühl. Denn die Schließungen betrifft ja letztendlich nicht nur den Kunden, sondern sie trägt ja auch innerhalb des Unternehmens zu einer gewissen Unsicherheit bei. Denn wenn ich jetzt argumentiere, die Filialen dort sind nicht mehr wirtschaftlich und wir müssen so und so viel Personalstellen sozialverträglich abbauen, dann ist es ein Argument, das ich die nächsten Jahre immer wieder gebrauchen kann. Und das finde ich einfach nicht so wirklich richtig prickelnd. Jetzt ist aber so, durch einen Rücktritt ist ja die Frage, ob das der richtige Weg ist, weil Einfluss haben Sie ja jetzt gar keinen mehr. Ja. Oder hatten Sie den vielleicht nie? Genau. Also es ist einfach so, der Bürger bemängelt immer die nicht ehrliche Politik. Und ich habe als Vertreter für den Landkreis dort im Gremium gesessen und habe immer wieder auch in meinen Darstellungen mich und meine Politik, die ich vertrete, als ehrlich darstellen zu lassen. Und wenn ich mit etwas partout nicht einverstanden bin, aber eben keinen Zugang finde und auch merke, dass es nicht funktioniert, dann bin ich wahrscheinlich in dem Gremium falsch. Und den Schritt habe ich für mich erkannt und bin dann einfach gegangen. Ich muss mir selbst treu bleiben. Und ich kann nicht einfach nur in dem Gremium bleiben, zum Beispiel, weil es vielleicht gutes Geld gibt oder weil man vielleicht nochmal etwas im besser oder anders gestalten könnten. Wenn etwas aus der Sicht des jeweiligen grundsätzlich so falsch ist, dass es für sich nicht mehr vertreten kann, dann ist es auch falsch in dem Gremium. In Burgberg gibt es noch eine Sparkassenfiliale mit persönlicher Beratung, aber auch hier wird damit ab April Schluss sein. Dann wird auch hier eine sogenannte automatisierte Filiale stehen. Die Angestellten werden nach Immenstadt, Sonthofen und Kempten versetzt. Burgbergs Bürgermeister Dieter Fischer sieht hier eine wichtige Säule wegbrechen. Es bedeutet natürlich wieder ein Stück Verlust von Infrastruktur. Wir können sicherlich die Argumente der Sparkasse Allgäu nachvollziehen, dass es einfach aus Kostengründen nicht mehr machbar ist. Aber für uns ist es wirklich ein substanzieller Verlust. Und gerade unsere ältere Bevölkerung hat große Schwierigkeiten, denke ich, mit Online-Banking oder auch mit dem Kassenautomaten alleine da zurechtzukommen. Und wir halten uns wirklich an allen Ecken und Enden, dass es ein Verlust ist für unsere Infrastruktur. Gut, es ist beschlossene Sache, wir können nichts ändern, aber wir haben es wenigstens erreicht, dass dann der Bankautomat, der Kontoauszugsdrucker, wie gewohnt in den Räumen der Sparkasse bleibt. Die Gemeinde Burgberg hat in den vergangenen Jahren schon mehrere Nahversorgungsprobleme gehabt und selbst gelöst. In der Ortsmitte gibt es zum Beispiel das Marktcafé. Treffpunkt, Gemüseladen, Touristeninformation und Postfiliale in einem.
Als die Apotheke verschwand, hat man einen Bringdienst eingerichtet, der den älteren Burgbergern die Medikamente aus Sonthofen mitbringt. Alles, weil man hier nicht nur die Kirche, sondern vor allem das Leben im Dorf halten will. Alles war nicht dem Zufall überlassen, sondern wir haben uns wirklich als Gemeinde sehr darum bemüht, dass wir hier eine attraktive Gemeinde in der Grundversorgung, in der Infrastruktur haben. Aber das ist nicht von irgendwo hergekommen, sondern wir haben wirklich in Projektgruppen da gearbeitet und Konzeptionen entwickelt, damit das auch so funktionieren kann. Vielleicht fällt den Burgbergern auch für die Zeit nach der bemannten Sparkasse etwas ein, denn Fakt ist, ab April gibt es hier nur noch Automaten. Immerhin, könnte man sagen, aber können SB-Terminal und Online-Banking eine Filiale ersetzen? Filialschließungen oder Umwandlungen wirken sich auf dem Land stärker aus als in der Stadt. Wer persönlichen Kontakt will, muss länger fahren. Im ländlichen Bereich haben diese SB-Filialen nicht die gleiche Funktion wie eine Geschäftsstelle. Das bedeutet, man kann mit SB-Filialen nicht sagen, wir haben unser Filialnetz nicht ausgedünnt, sondern letztendlich ist das auch ein weniger zu einer Geschäftsstelle, denn dort habe ich keinen, der mir dann letztendlich bei den entsprechenden Bankdienstleistungen hilft. Ich muss Automaten bedienen. Und das traut die Sparkasse ihren Kunden durchaus zu. Abgesehen davon will die Sparkasse in den Filialen, in denen nach wie vor Kundenberater arbeiten, die Öffnungszeiten verlängern. Unter anderem sollen die bisher üblichen Schließungen am Mittwochnachmittag wegfallen, heißt es seitens der Sparkasse. Nahe bei den Menschen will die Sparkasse sein und Nähe misst Manfred Hegedüß nicht in Metern, sondern in Erreichbarkeit. Telefon, E-Mail oder per App vom Smartphone, die Kunden müssen sich umstellen. Nein, ich verstehe das auch wirklich und habe auch Verständnis dafür, dass man da zunächst mal etwas ratlos sagt, Sparkasse, was macht ihr mit mir? Jetzt geht ihr da weg und ich weiß nicht mehr, wie es ab nächster, aber übernächster Woche weitergehen soll. Ich will da wirklich Zuversicht in den Raum stellen und nochmal wiederholen, dass unsere Telefonfiliale hier ein hervorragender Weg ist, den man wählen kann. Auch ältere Menschen telefonieren regelmäßig mit Familienangehörigen, mit Kindern, mit Enkeln oder mit Freunden. Ich bin mir sehr sicher, einmal ausprobieren und man wird da schon sehr viel Erleichterung verspüren und sagen, ja, es geht da doch irgendwie wieder. In Oberjoch hat man sich nach einiger Zeit auch an die SB-Filiale im Ort gewöhnt und Stefan Brutscher kommt mit den Automaten genauso gut zurecht wie früher mit den Bankberatern. Aber ihm fehlt halt der Automat für sein Wechselgeld. Und dass die Sparkasse den partout nicht installiert, kann er nicht verstehen. Vor allem auch nicht, wenn ich dann jedes Jahr, einmal im Jahr in der Zeitung lese, was sie für eine Bilanzsumme haben, was sie für ein Eigenkapital haben. Und das kann ich eigentlich im Nachhinein nachher nicht ganz verstanden. Die Sparkassenkunden werden sich an die neue Situation genauso gewöhnen, wie man sich beispielsweise an kleine Postfilialen gewöhnt hat. Die einen werden Hilfe brauchen, die anderen müssen sich nicht groß umstellen. Und Stefan Brutscher fährt, wie jeden Tag, nach Bad Hindelang zum Wechselgeld holen.